Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe natürlich mal wieder vor dem Händler. Denn ich habe natürlich wieder eine Mod-Vorstellung für euch von Manfred von Austria Agra. Also schauen wir mal, was der Händler uns heute so anzubieten hat. Wir schauen unter Fahrzeuge, da gibt es eine Rubrik von Austria Agra. Und da habe ich für euch einen Massey Ferguson. Und zwar einen 8S Biturbo Methane E-Motor. Der kostet 202.000 Euro. Hat bis zu 822 PS, stufenlos schaltbar. Kann 660 Liter Diesel tanken. Da kommt man schon ganz schön weit. Er kann bis zu 55 Stundenkilometer Geschwindigkeit erreichen und wiegt 8,8 Tonnen. Schauen wir uns den mal an. Okay. Sieht doch ganz interessant aus. Ein schönes Teil, muss ich mal sagen. Klein, kompakt, ne? Schauen wir mal. Also, wir haben hier viele, viele Möglichkeiten, wie wir es gewohnt sind von Manfred. Wir können natürlich den Reifenhersteller aussuchen. Michelin, Trelleborg, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian, Tyrus. Und da sind wir wieder bei Trelleborg. Okay, ich suche mir jetzt mal, ja, warum nicht mal Nokian? Habe ich noch nicht, Moment mal, da haben wir hier keine Auswahl, da gehe ich mal zurück. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr anschauen. Da werde ich mal bei Friedestein bleiben, warum nicht? Das ist auch ein schönes Profil, schön grob, das mag ich. Dann können wir natürlich die Reifenvariante aussuchen. Da schauen wir mal, was es da alles gibt. Das waren jetzt die Radgewichte, genau. Breitreifen. Breitreifen plus Gewicht. Breitreifen 2. Oh, das sind Schluffen. Donnerwetter. Das sieht gediegen aus. Breitreifen und Gewichte in der Stärke 2, also in der Breite 2 muss man sagen. Das sind ordentliche Schluffen, die werde ich mal lassen. Geht das noch weiter? Ah ja, es geht noch weiter. Wir haben auch noch die Zwillingsbereifung hinten. Schauen wir mal, ob es die vorne auch noch gibt. Jawohl. Zwillingsbereifung hinten und vorn. Schaut es euch an. Das ist doch ein Teil, hä? Mann, Mann, Mann. Und dann sind wir wieder bei Standard. Ich gehe mal bei Breitreifen 2 mit Gewicht. So, das hat mir gefallen. Das lassen wir mal stehen. Natürlich haben wir jetzt noch die Möglichkeit hier, das ein bisschen näher rangehen hier, damit wir mehr sehen. Und zwar Frontladeranbau. Nein, ja, da ist diese Halterung hier dazugekommen. Und zwar von Quick und von Hauer. Gibt also zwei verschiedene. Na gut, die unterscheiden sich aber kaum, ne? Okay. wer weiß, ich lasse das mal weg. Dann haben wir die Möglichkeit, die Motorausführung wieder auszusuchen. Und da wird es wieder ganz, ganz ordentlich. Wir haben jetzt hier den Massey Ferguson Motor von 8S205 Biturbo. Da haben wir 325 PS und es wird Diesel getankt. Dann haben wir die Möglichkeit, unter 10.000 Aufpreis den 8S225 Biturbo zu wählen für 445 PS. Das ist dann schon mal viel, viel mehr. Wir haben die Möglichkeit, den Methan angetriebenen Motor auszusuchen. Das ist der 8S245 Methan. Da haben wir 565 PS. Und hier sehen wir, dass es Methan ist, was da geladen wird. Dann haben wir die Möglichkeit, den MF8S265 Methanmotor zu wählen für 685 PS. Und dann haben wir natürlich noch den E-Motor Massey Ferguson 8S285. Da sind wir bei 768 PS angelangt und hier dran sehen wir, dass wir hier Elektrizität laden müssen. So, und dann haben wir noch eine Möglichkeit, E-Motor, den MF8S305.
Und zwar haben wir dann 822 PS. Das ist ordentlich, mein lieber Scholli. Und 55 Stundenkilometer kann er erreichen. Das probieren wir nachher aus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Hauptfarbe auszuwählen. Da bin ich mal gespannt, welchen Farbbereich das betrifft. Ich nehme einfach mal eine grelle, helle Farbe. Okay, das sind die Schutzbleche, Motorhaube und die Seiten. Naja, ich würde mal sagen, wir färben das nachher noch ein bisschen um. Dann habe ich die Möglichkeit hier noch eine weitere Designfarbe. Das sind hier vorne diese Gitter, damit die Luft durchkommt, der Motor gekühlt wird. Dann haben wir noch eine Designfarbe. Nehmen wir denn da? Blau. Aha, das ist jetzt praktisch der Rest. Gut, ich würde sagen, diesen Teil hier, den werde ich mir mal in Rot vorknöpfen. Dann haben wir das Designfarbe gehabt. Die nehme ich mir mal in Ach, das waren die Gitter. Moment, die nehmen wir doch besser in Schwarz. Das ist in Ordnung. Und was wir jetzt hier in Gelb haben, das nehme ich mir auch in einer dunklen Farbe. Naja, ist nicht so toll, ne? Nein, nehmen wir auch rot, würde ich sagen. Machen wir das mal so, sieht doch gut aus, ne? So ist das besser. Jetzt können wir natürlich noch die Felgen färben. Die Felgen, die nehme ich mal, weil wir jetzt rot genommen haben, in schwarz. Das lasse ich mir gefallen, das passt irgendwie zusammen, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Das Radgewicht ist auch dunkel gehalten, da ist das gut so. Ja, ich würde sagen, damit können wir gehen. Das ist in Ordnung. So, jetzt werde ich mal schauen. Wir haben jetzt welchen Motor? Den E-Motor. Ich wollte eigentlich mal wegen dem Motorgeräusch den anderen haben. Und zwar den Biturbo für 545 PS. Und das ist mit Diesel. Genau, den werde ich mir mal aussuchen und den werden wir jetzt mal kaufen. Dann werden wir uns das gute Stück mal anschauen im Tageslicht. Ne? So. Da steht er. Neben noch zwei anderen, die ich mir geholt hatte, um diverse Sachen zu ziehen, wenn ich mal eine Vorstellung mache mit irgendeinem großen Anhänger oder so. Die sind nur noch nicht verräumt, die stehen am falschen Platz. Aber das stört uns jetzt ja nicht weniger. Ich würde mal sagen, wir fahren mit dem einfach mal rüber auf die große Fläche, die ich hier habe. So, aber erst wollen wir eine gerade Strecke aussuchen. Ich möchte wissen, ob er die Geschwindigkeit erreicht. Das fahren wir mal eben aus hier. Oh, der lenkt sich gut. Jetzt wäre ich aber gleich in eine Richtung gefahren, in die ich gar nicht wollte. Ja, er hat sogar, ja, 53 Stundenkilometer schafft er. Schaut euch an. Das ist in Ordnung. 53 Stundenkilometer. Okay, jetzt fahren wir zurück. Ich möchte hier eine Kurve drehen unter Geschwindigkeit. Jawohl, die Straßenlage ist gut. Der kippt nicht so schnell. Würde ich mal sagen, das ist in Ordnung. Der Schwerpunkt liegt nicht so hoch, sondern eher tief. Und dadurch hat er eine gute Straßenlage, ne? So. Jetzt erreichen wir gleich die große Fläche hier rechts. Die habe ich für solche Sachen vorbereitet. Wenn ich irgendwelche Vorstellungen mache, wo ich ein bisschen mehr zeigen möchte. Und da fahren wir jetzt mal eben drauf. Und da werden wir uns den mal ganz genau anschauen. So. Geschwindigkeit haben wir gesehen. Die Bremslichter haben wir gerade gesehen. Das klappt alles, das funktioniert. Wie ist die Beleuchtung vorn? Gleich mal schauen, wenn wir da schon dabei sind. Oh, natürlich LED, ganz klar. Sieht sehr gut aus. Und da ist ein sehr gutes Licht. Donnerwetter. Auch hinten. Oh ja. Schick, schick. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der lässt keine Wünsche offen. Schaut euch das mal an. Ein kleiner, kompakter Traktor und wunderbare Beleuchtung. Das klappt ganz, ganz toll. Also wenn man da mal nachts unterwegs sein muss, dann übersieht man nichts zu schnell. Das funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt werde ich noch die Innenansicht anschauen mit euch.
sehr, sehr ruhig hier drin, obwohl er noch an ist. Donnerlittchen, das ist also auch sehr, sehr positiv, wenn man da lange zu tun hat und zu fahren hat. Da ist man nicht permanent dem totalen Lärm ausgesetzt. Das ist ja wieder eine tolle Textur. Ganz klar und sauber alles. Ich schalte mal kurz aus. Jawohl, auch die Anzeigen sind animiert und funktionieren. Schaut es euch an. Wunderbar. Toll. Die Rückspiegel funktionieren auch. Jawohl. Sehr gut. Klasse. Habe ich Spaß dran, echt. So, ich schalte ihn wieder aus und steige mal aus. Wir schauen uns den natürlich auch von außen an. Was haben wir denn da für eine Farbe gewählt? Die sieht ja klasse aus. Das ist ein richtig tolles Rot. Mann, Mann, Mann. Ich mache mal kurz die Anzeige aus, damit die Hand nicht so stört. Ich brauche jetzt keinen starken Bauern. Schaut euch mal diese Reifen an. Wie schön das ausgearbeitet ist. Das sieht ja ganz sauber aus. Ganz, ganz toll. Jedes einzelne Detail ist hier sichtbar. Schaut euch das an. Jede Schraube, jede Mutter, alles kann man sich hier anschauen, was man möchte. Sehr schön, ganz, ganz tolle Textur, wunderbar gearbeitet. Also 1A LS22 Qualität, ne? Sehr schön. Die Gitter da, die und den Motor schützen, schaut es euch an. Ganz wunderbar gearbeitet. Kann man, also wirklich, da kann man nicht meckern. Sehr, sehr schön, gefällt mir. Ja, meine lieben Zuschauer, sehr viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu erzählen. Wir haben hier wieder einen wunderbaren Traktor an die Hand bekommen von unserem Manfred von Austria Agra. Hallo Manfred, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen schönen, schönen Traktor. Der gefällt mir außerordentlich gut. Ja, und wenn es euch gefallen hat, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, meine lieben Zuschauer, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Das wäre ganz toll. Und wir freuen uns auch sehr über jeden Kommentar, der Manfred und ich. In dem Sinne sage ich jetzt erstmal, das war's für heute. Bleibt gesund, passt auf euch auf und habt noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.